Moment mal. Sie sieht aus wie die Melina, die ich kannte. Sogar der Name ist gleich. Was zum... Sie ignoriert mich. Himmel, Arsch und... Nicht wie meine Melina. Fies. Ich habe eine Idee, Na, ich kann mich wieder bewegen. Ich ziehe einfach meine Weste an. Hey. Yeah, ausgerüstet. Yeah. Komm, Melina. Aber das ist doch deine... Melina. Melina, du musst doch... Irgendwie bringt es nie was, wenn ich andere Westen im Spiel anziehe. Komm, ich ziehe den Flickenumhang an. Ich mache mich extra schick für die Prinzessin. So, sehe ich nicht hübsch aus? Anscheinend nicht. Na? Da bist du... Ach, Gott verdammt! Ich will sie jetzt endlich mal anders synchronisieren. Da bist du. Die Prinzessin ist zu bemitleiden. Hilf ihr, wenn du kannst. Okay, Lady Feeder. Ich wollte sie gerade wieder wie einen Kerl behandeln. So, das war jetzt hier die 22 Rüstung bringende Sache. Okay, was soll ich tun? Der Beratungs... Der Bräutigam... Entschuldigung, falscher Zettel. Das war die letzte Konferenz mit den 5 heiligen Ministern. Okay, der Bräutigam der Prinzessin wird nach den folgenden Regeln auserwählt. Oder gewählt, je nachdem. Der zukünftige Ehemann sollte vom Alter her zur Prinzessin passen. Punkt für dich. Ein schockierendes Ereignis ließ die Stimme der Prinzessin verstummen. Ja, der König ist darüber sehr traurig. Derjenige, der die Prinzessin heilt, soll ihr Ehemann werden. Um die Prinzessin zu heilen, ist jedoch Vorschlag willkommen. Und zwar jeder Einzelne. Da meine Grammatik auf dieser geschriebenen Rede hier gerade irgendwie falsch war und es gab noch keine Rechtschreibprogramm. Okay, allen Kandidaten steht eine gewisse Zeit zu, ein Heilmittel zu finden. Du hast 3 Sekunden Zeit. Was? Ja, okay. Nun, ich soll also ein Mittel gegen die Stummheit der Prinzessin finden? Genau! Wenn du etwas entdeckst, gib sofort Bescheid. Und wie lange Zeit habe ich? Wenn du etwas entdeckst, gib sofort Bescheid. Und wo finde ich das Heilmittel? Wenn du etwas entdeckst, gib mir sofort Bescheid. Wir zählen auf dich. Hey, ich habe eine Ziege als Freund. Nur wahrscheinlich wird sie inzwischen tot sein, weil sie in irgendeiner komischen Eisgrube... Ach, Mann. Warum habe ich mich jetzt an diese Geschichte erinnert? Das ist so traurig. Erster Stock. Was ist denn hier noch im ersten Stock zu finden? Das Erdgeschoss ist im ersten Stock zu finden. Was sonst? Oh. Ich dachte schon, ich treffe eine verschlossene Tür oder desgleichen. Die Küche. So, wer redet denn da? Die Kleine da? Der König nutzt es aus, dass die Prinzessin nicht sprechen kann. Vorsicht! Wenn das der König hört, lässt er den Gulasch aus... Lässt er Gulasch aus ihr machen! Scheiße, Mann! Niemand weiß, wer der zukünftige Mann der Prinzessin sein wird. Glaubst du also, der König würde seine Krone einem Fremden vererben? Ich meine, es muss etwas passieren. Ich denke nur logisch. Psst. Ne? Hi, ich bin eben gerade erst gekommen und habe nichts gehört. Okay, Äpfel. Keiner gesehen. Ist das auch ein das war ja auch was zu essen. Oh, lecker, lecker, lecker. Das ist ja ein richtiger Festschmaus hier. Ey, ich habe eure Sachen gegessen. Bitte? Oh nein, ich habe nichts Schlechtes über den König gesagt. Und wenn... aber ich... Oh, Verzeihung. Oh. Was war denn das? Ich muss kurz... Oh, krass.
Es kam aus dem Nichts geschossen. Okay, aber ich finde, der König ist ein Arsch. Und? Ach, ich will mit euch gar nicht reden, oder was sagst du denn hier? In diesem Topf koche ich das Essen. Für alle Schlossbewohner. Oh, Essen. Cool. Es sind zwei Köche, zwei kochende Töpfe mit viel Essen. Lager. Das... Ah, cool. Ein Kristall geklaut. Kann ich auch so ein Fass mitnehmen? Ich würde gern mal ein wenig Proviant auf meinen Reisen dabei haben. Und da kann auch so ein Weinfass gerade rechtzeitig mein Gemüt erheitern. Gerade wenn ich vor so einem dicken Endboss stehe, lache ich den noch viel lieber aus, als ihm mit einem Speer entgegenzutreten. Wer bin ich denn? Okay, das war also das Erdgeschoss des Schlosses. Ist ja sehr prächtig, aber nicht gerade sehr funktionstüchtig. Wo bin ich denn hier? Moment mal. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wow. Okay. Ich mache hier noch meine Sightseeing-Tour durchs Schloss. Ich muss ja erstmal hier wissen, wo ich hier überhaupt bin. Die Bücherei. Oh, cool, eine Bibliothek. Du bist auch so episch, Mann. Ich bin der Bibliothekar. Willst du was? Geile Bibliothek, Mann. Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen. Junge, du beweist guten Geschmack. Das da ist Goethe. Oh mein Gott, er sagt Goethe. Nein, was ist mit Goethe? In der rechten Seite findest du Fontane. Okay, reicht aber jetzt auch aus. Bücher sind was Tolles, aber irgendwie kann man da nichts mit einem Gamepad anfangen. Edel. Edel, sehr edel. Erster Stock. Oh. Zweiter Stock. Hallo, Mrs. Dienstmädchen. Wo gehst du hin? Hier sind die Zimmer des Königs und der Prinzessin. Gib dir keine Mühe, sie lassen dich nicht herein. Ich probiere es trotzdem. Oben wohnt bestimmt der König. Mann, verdammt. Was hast du eigentlich zu sagen? Leute wie dich wollen wir hier nicht sehen. Dann guck doch weg. Mann. Und hier ist bestimmt der zweite Stock. Okay. Die sagt bestimmt genau dasselbe. Okay. Es sind Zwillinge, die auch noch denselben Satz einstudiert haben. Mann, Mann, der König muss ja echt Geschmack für sein Personal haben. Dass er keine Kosten und Mühen scheut, Zwillinge so zu synchronisieren. Dienstmädchenzimmer? Go! Oh, Entschuldigung, war das dein Pausensnack? Das wollte ich jetzt echt nicht. Ey, da liegt deine Maus auf dem Tisch. Sieht bald so aus. Das ist ein Gästezimmer. Das Zimmer, in dem sich die möglichen Bräutigame vollstellen, ist oben. Okay, ich möchte aber lieber ins Gästezimmer, denn ich bin ein Gast. Und der Gast ist König. Na? Vor einiger Zeit übernachteten hier ein hübscher Mann mit langem Haar. Der König... Ach, übernachtete wahrscheinlich. Ich habe jetzt überlesen, dass das nur eine Zahl war, nicht wahr? Der König sprach lange mit ihm. Er sah aus wie ein Prinz. Oh. Der will aber nur das Geld der Prinzessin. Das kann ich dir gleich sagen. Ich habe mich mit dem Typen gesprochen und der ist ganz schön arrogant und ganz schön gemein. Mhm. Raus hier. Jetzt habe ich aber auch echt genug vom Schloss. Ja, sehr hübsch gemacht, aber naja. Von Funktionalität sind Schlösser weit entfernt. Okay, da war der Zoll, da komme ich nicht durch. Ich wette, ich finde in einem der Wälder... Hey, ich werde mal wieder zu unserem fremden Führer Molly gehen. Molly, hey. Na, alter Mann. Hast du mich schon vermisst? Ja, mein Desktop-Schoner hat mich auch schon vermisst. Ich weiß alles über den Wald. Die Leute nennen mich Molly. Im Mooswald, bla bla bla. Was zum da war das mit den medizinischen Zwecken, Pilze? Im Schatten der Bäume sind sie gar nicht so einfach zu finden. Cool, ich muss den Mittelteil. Im Mooswald, im Osten, findest du Pilze zu medizinischen Zwecken. Cool, cool. Danke, Molly. Du hast mir wie immer sehr geholfen. Dich sollte Tui einstellen oder... Travel.com oder...
wesentlich eilig heißen, die wunderbaren Last-Minute-Angebote. Hey, hey, hey. Ach, ich rede erst gar nicht mit dir, umso schneller finde ich die Pilze. Ich bewundere deinen Mut, aber geh besser nicht weiter. Böse Kuck. Der Wald und die Welt ist ein großes Labyrinth. Viele kehrten nie aus dem Wald zurück. Aber ich trau mich da jetzt... Aber ich meine, außer man besitzt einen nützlichen Gegenstand, der den Weg zeigt. Okay. Zweiteres klang schon viel interessanter. Nur zur Information, ich bin schon mal heil aus dem Wald wieder rausgekommen und du wirst da drin elendig verrecken. Was für ein Gegenstand? Wo gehst du hin? Doch nicht etwa in den Wald? Hast du schon von den bösen Bewohnern des Waldes gehört? Also ich sah bloß Wölfe und Fledermäuse. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Molly nochmal fragen kann nach dem Gegenstand, weil ich glaube, wenn ich jetzt hier in den Wald gehe, dann komme ich nicht weiter, weil mir besagter Gegenstand fehlt. Ich glaube dem Typen sogar, auch wenn er unser Rivale ist, unser Kontrahent. Aber da muss was Wahres dran sein, denn ja, wir haben die Erfahrung ja schon am eigenen Leib gemacht, dass sich das Herumirren in diesem Wald so viel lohnt wie, ach, beliebige, unfunktionelle Vergleichsart einfügen. Ja, toll. Molly, hast du zufällig einen Kompass für uns oder irgendwas dergleichen? Ich weiß zwar, dass Moos hauptsächlich an der Nordseite von Bäumen wächst, aber das ist ja nur ein kleiner Hinweis. Ich will etwas über den verdammten Gegenstand erfahren, Molly. Nicht über den Mooswald selber, verdammt. Okay, Molly kann uns nicht helfen, aber irgendwie muss doch der zweite Wald hier noch für irgendetwas gut sein, wenn ich ihn denn mal treffen würde. Ich bin genau herumgegangen. Mooswald, ich war doch im falschen... Nee. Hat er nicht... Mooswald war das mit den medizinischen Pilzen, oder kann das sein? Bin ich ein... dummer Typ? Ich bin ein dummer Typ. Ja. Okay. Das war großartig. Moment mal. Ich sollte doch etwas genauer zuhören, Molly. So ist das nochmal mit alten Leuten, nicht wahr? Man hört ihnen nie richtig zu. Im Mooswald im Osten findest du Pilze, die... Alles klar. Dankeschön, Molly. Für diesen dezenten Hinweis. Du solltest eine Pilzsammelfirma aufmachen im Schatten der Bäume. Ist das jetzt der eingefärbte Grasboden oder meint er damit den direkten Hintergrund der Bäume? Einfach alles abgrasen. Yeah! Ich habe 500 Taler gefunden. Ha, cool. Vielen, vielen Dank, Molly. Die habe ich nur dir zu verdanken. Mein alter Freund Molly, der Touristenführer. Ich mag ihn jetzt schon. Nein, ich wollte nicht raus. Mann, nein. Okay, da hat was blockiert. Ich bin wieder draußen. Okay. Ich dachte schon, da passiert jetzt was, aber... Das war nicht der Fall. Mooswald im Osten. Hier sind wir doch. Aber ich habe bald das Gefühl, unser starker, langhaariger Freund hier hat den Baum hier ausgeruppt und die ganzen Pilze hier runter mitgenommen und alle anderen vernichtet hier. Oh, schade, ich dachte, ich habe einen geheimen Weg gefunden, wo es weitergeht, aber überall führt es nur raus aus der Welt.